Mit seinen 29 Jahren ist er einer der erfahrenen Neuzugänge beim SC Paderborn 07, Robert Leipertz. Von dem Mann, den alle nur Leipi nennen, gibt es als Spieler aber keine blöden Tipps. Ich glaube, ich gehe mehr mit Einsatzwille und Leidenschaft voran und versuche dadurch, andere Mitspieler mitzuziehen. Darin sehe ich meine Aufgabe. Und das klappt auch ganz gut. Leipi ist einer, der ackert auf dem Platz. So wie beim Spiel gegen Jahn Regensburg. Ich hatte einfach Bock, weil ich sauer war nach dem Spiel auf Pauli, wo ich kein gutes Spiel hatte. Und dann in Magdeburg von der Bank hatte ich auch ein bisschen Glück, dass wir jetzt rotieren mussten, auch durch einige Ausfälle. Ich habe mich dann ein bisschen gefühlt wie so ein kleines Duracell-Häschen. Hat einfach Spaß gemacht wieder. Ich glaube, ich habe hier ein geiles Heimspiel auch absolut verdient. Gewonnen zu null. War ein schönes Wochenende. Viele schöne Wochenenden hatte unser Mann für die Offensive neben dem FC Ingolstadt auch bei einem anderen seiner Ex-Clubs, dem FC Heidenheim. Da hat Leipi über 170 Spiele gemacht in mehr als 5 Jahren. Ja, zunächst mal haben sie mir damals die Chance gegeben, Profi zu werden in der zweiten Liga in meiner ersten Zeit. Das waren ja 2 Etappen, einmal 2 und einmal 3,5 Jahre. Und allein dafür bin ich schon mega dankbar. Ich glaube, manchmal brauchst du halt einfach das Glück, den richtigen Trainer und selber auch am richtigen Ort zu sein. Dann habe ich es geschafft, mich innerhalb der 2 Jahre in der zweiten Liga zu etablieren. Und in dieser Zeit, da stand er dann auch schon das ein oder andere Mal in Paderborn auf dem Platz. Tatsächlich war das mit das Stadion, wo meine Familie am häufigsten war. Also sie waren jedes Mal in Paderborn, obwohl es halt doch knapp 2, 2,5 Stunden sind, waren sie immer hier. Und wir haben nie gewonnen. Deswegen, das war irgendwie immer so ein Thema. Den Fluch habe ich dann gebrochen letztes Jahr im Dezember. Und damit konnte ich dann auch abschließen mit dem Fluch und dem Verein endlich beitreten. Und alle sind froh, dass Leipi da ist, gleich von Anfang an. Ja, so Eingewöhnung war noch nie so leicht. Ich muss sagen, als ich damals nach Heidenheim gekommen bin, in meiner ersten Zeit, wo ich keinen kannte, habe ich erstmal 2 Wochen nicht geredet, habe mich nicht getraut, andere Leute anzugucken. Was hier jetzt besonders einfach, auch wenn ich persönlich keinen kannte, aber vor allem mit der USA-Reise, war es einfach geschenkt als Neuzugang, weil du direkt mittendrin warst. Du hattest Programm, was auch irgendwo gezwungen, dich mit den anderen zu unterhalten, auch wenn du am Anfang vielleicht nicht wolltest, weil du dachtest, okay, du kannst die Leute noch nicht einschätzen, wie reagieren die Leute auf deinen Humor. Aber allein durch die ganze Reise war es so, als wärst du schon locker ein Jahr da gewesen danach. Durch die erfolgreiche Vorbereitung kann sich die Bilanz bisher auch wirklich sehen lassen. Der Optimist ist da, aber trotzdem eher noch vorsichtig. Ich glaube, wir haben gerade eine extrem gute Balance zwischen Offensive und Defensive. Aber ich glaube schon, dass wir in den ein oder anderen Spielen vielleicht auch defensiv ein bisschen Glück gehabt haben, weil uns da ein bisschen die Balance gefehlt hat. Wir es dann durch eine extrem gute Offensive ausgeglichen haben. Da sehe ich definitiv noch Luft nach oben. Dafür ist ja dann noch genug Zeit. Aber was macht Robert Leipertz denn so abseits vom Fußballfeld, so als frisch gebackener Papa? Gut, neuerdings kümmere ich mich ab und zu um das Kind. Ansonsten spielen wir mit der Mannschaft einmal in der Woche Formel 1. Das ist auch eine große Leidenschaft von mir. Also allgemein Formel 1 spielen, Formel 1 gucken. Und ja, so viel Zeit bleibt dann auch sonst eigentlich nicht mehr. Und dann wäre da auch noch ein kleiner Mops in seinem Leben, der Coco. Das war damals die Bedingung. Frau hat gesagt, sie kommt nur wieder mit nach Heidenheim, wenn sie einen Hund bekommt. Da habe ich gesagt, okay, dann erbarme ich mich, weil ich bin nicht mit dem Hund groß geworden. Aber muss sagen, hat es ja gut gemacht. Kann mich nicht beklagen und war eine super Entscheidung. Und dieser Dennis Rebeni, der scheint es Robert Leipertz angetan zu haben. Da fragen wir ihn, mit wem würdest du gerne mal einen Tag das Leben tauschen? Egal wer, Cristiano Ronaldo, Dwayne The Rock Johnson, such dir jemanden aus. Und er so, würde ich gerne mit Dennis Rebeni tauschen, weil das ist mein absolutes Vorbild. Und ich wäre gerne mal einen Tag so wie er. Ich würde es ihm auf jeden Fall wünschen. Ich denke, wir müssen sie aber eher beide anfeuern beim nächsten Spiel in der Home Deluxe Arena.